Münchner Oktoberfest, 26. September 1980. Zehntausende Besucher drängen sich auf der Theresienwiese. Kurz nach 22 Uhr machen sich viele auf den Heimweg. Ich bin durch den Haupteingang rausgegangen und dann kam schon diese Druckwelle. Und das hat mich dann ein paar Meter weitergeworfen, wo ich dann zum Liegen kam. Um 22.19 Uhr explodiert am Haupteingang eine Bombe. Sie tötet 13 Besucher des Oktoberfestes. Über 200 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Bombensplitter zerfetzen Fuß und Rücken von Renate Martinez. Durch die Druckwelle platzt das Trommelfell. Und dann hört man nur noch ein hohes Fiepen. Also ich hatte keine Luft, weil irgendein Splitter in der Lunge war. Und ich war natürlich auch sonst ziemlich bedeppert. Schnell ist klar, es war ein rechtsextremer Anschlag mit militärischem Profisprengstoff. Die Bombe soll der bei der Explosion getötete Gundolf Köhler gezündet haben. Und er hatte wohl Helfer. Wir nehmen nicht an, beim gegenwärtigen Stand der Ermittlungen, dass Köhler als Alleintäter gehandelt hat. Die Ermittlungen haben gegeben, dass Köhler Mitglied der Wehrsportgruppe Hofmann war. Köhler, ein Neonazi mit Kontakten zur rechtsextremen Wehrsportgruppe Hofmann. Die trainierte den bewaffneten Kampf gegen den Staat, verfügte über Waffen und Sprengstoff. Anfang 1980, im Jahr des Anschlags, wurde sie als verfassungsfeindlich verboten. Zeugen hatten Attentäter Köhler kurz vor dem Anschlag in München in Begleitung mehrerer Personen gesehen. Dennoch erklärten die Ermittler schon kurz nach dem Attentat die Zeugen für unglaubwürdig und Köhler nun plötzlich zum alleinigen Täter. Jedenfalls fallen diese Zeugenaussagen im Laufe der Ermittlungen unter den Tisch, ebenso der rechtsradikale Hintergrund. Und es bleibt Köhler der Einzeltäter, der aus privaten Motiven, Frust mit Mädchen, fehlgeleitetes Studium und so weiter, aus Weltschmerz nach München alleine reist und die Bombe dort legt. Werner Dietrich kämpft seit über 30 Jahren gegen die These von der Einzeltäterschaft Köhlers. Gab es Helfer im Umfeld von Karl-Heinz Hofmann und der nach ihm benannten Wehrsportgruppe? Jetzt, nach über 30 Jahren, hat der Bundesnachrichtendienst erstmals Dokumente zum Oktoberfest-Attentat freigegeben. Danach sollen Hofmann und seine Gruppe wenige Monate vor dem Anschlag in einem Terrorcamp der rechtsgerichteten christlichen Falange-Miliz im Libanon gewesen sein, zusammen mit italienischen Neonazis. Eine BND-Quelle meldet im September 1980, Hofmann und einige seiner Leute, ca. 13 bis 15, waren im Lager Akura, vermutlich Libanon. Zum gleichen Zeitpunkt waren im gleichen Lager italienische Rechtsextremisten. Es sei über mögliche Anschläge in der Bundesrepublik Deutschland und in Italien gesprochen worden. Im August 1980 tötete eine Bombe über 80 Menschen auf dem Bahnhof von Bologna in Italien. Knapp zwei Monate später explodierte die Bombe auf dem Oktoberfest. Hatten sich italienische und deutsche Neonazis im Libanon verabredet, Attentate zu verüben? Der Gründer der Wehrsportgruppe, Karl-Heinz Hofmann, bestreitet die Angaben des BND. Er teilt mit: Ich kenne die Lager der libanesischen Falange nicht. Ich habe weder im Libanon noch anderswo mit Italienern Kontakt gehabt. Doch auch die linksgerichtete PLO, Gegenspieler der Falange-Miliz, behauptet, Rechtsextreme rund um Hofmann und italienische Neonazis hätten im Camp der Falange trainiert. Abdallah Frangi war damals Vertreter der PLO in Bonn. Der Chef unserer Sicherheitsorgane hat ja festgestellt, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Nazis und den Falangisten in Hakura stattgefunden hat. Und dass sie einfach nur in den Ausbildungslagern der Falangisten ausgebildet waren und Schutz bekommen haben und Unterstützung. Kannten die Bundesanwälte in Karlsruhe die BND-Hinweise auf eine mögliche Verbindung zwischen italienischen und deutschen Neonazis?
Der heutige Generalbundesanwalt gibt dazu keine Auskunft und erklärt, es gebe keine neuen Verdachtsmomente, die die These vom alleinigen Bombenleger Köhler in Frage stellen. Tatsächlich gibt es aber weitere Spuren, die nie konsequent verfolgt wurden. Am 27. September, einen Tag nach dem Anschlag in München, sagten zwei deutsche Rechtsextremisten bei der bayerischen Polizei aus. Sie wiesen auf einen Gleichgesinnten hin, auf Heinz Lemke, einen Förster aus Uelzen. Die Neonazis machten klare Angaben. Herr Lemke zeigte uns verschiedene Sprengstoffarten: Zünder, Lunten, Plastiksprengstoff und militärischen Sprengstoff. Er sagte uns, dass er mehrere Waffenverstecke im Wald habe. Diesen brisanten Hinweis auf Lemkes Waffenverstecke kannten auch die Ermittler der Soko Theresienwiese. Das hat Opferanwalt Dietrich festgestellt, der die Spurenakten zum Oktoberfestattentat jetzt nach 34 Jahren erstmals einsehen konnte. Diese Informationen werden nach München gegeben. Die Münchner machen aber nichts damit, sondern lassen das liegen. Die Spur Lemke ist dann zunächst erstmal beendet, ohne dass es von den Münchnern einen Ermittlungsauftrag gibt. Und insbesondere die Soko Theresienwiese fordert nichts an und bekommt natürlich auch nichts. Eine heiße Spur, die nicht weiterverfolgt wird. Auch nicht ein Jahr später, als im Oktober 1981 im Wald nahe der Försterei Lemke 156 Kilo Sprengstoff und 33 Waffendepots entdeckt wurden. Nach seiner Verhaftung kündigte Lemke an, seine Hintermänner zu nennen. Doch dann fand man ihn erhängt in seiner Zelle. So wurde nie geklärt, ob Lemkes Sprengstoff mit der Oktoberfestbombe zu tun hatte. Der Generalbundesanwalt schloss die Ermittlungsakte und vermutete über Lemke, dass er von einer Furcht vor einem russischen Überfall durchdrungen und entschlossen war, den erwarteten Eindringlingen als Einzelkämpfer oder als Führer von Partisanen Widerstand entgegenzusetzen. Eine Erklärung, die den Journalisten Tobias von Heimann aufhorchen ließ. Er hat ein Buch über die Oktoberfestbombe geschrieben und bezweifelt, dass der Anschlag das Werk eines Einzeltäters war. Der Einstellungsbeschluss der Generalbundesanwaltschaft beinhaltet eine Formulierung oder Mehrfachformulierungen, die Lemke als eine Art Partisanenführer im Fall eines sowjetischen Angriffs beschreiben. Genau diese Art von Aufgabe wäre die Aufgabe gewesen von Stay Behind und den Gladio-Truppen. Stay Behind oder Gladio, das sind Decknamen für Partisanentrupps, die Geheimdienste in ganz Westeuropa während des Kalten Krieges aufgebaut hatten und die versteckte Waffendepots unterhielten. Gladio, die italienische Geheimorganisation, wird für den Bombenanschlag auf den Bahnhof von Bologna mitverantwortlich gemacht. In Deutschland hieß das Netzwerk im Untergrund Stay Behind. War eine Stay-Behind-Truppe in das Oktoberfestattentat verstrickt? Von Regierungsseite wurde das immer bestritten. Hatte der Rechtsextremist Heinz Lemke Zugang zu einem Stay-Behind-Waffendepot? Fragen, auf deren Antwort die Opfer seit Jahren warten. Diese Einzeltäter-These mit dem Köhler, die haben wir ja nie geglaubt. Und es war für mich also auch ziemlich deprimierend zu sehen, dass die Ermittlungen da nicht weitergingen. Dass die unterdrückt wurden, dass Zeugenbefragungen unterdrückt wurden. Der Oktoberfestanschlag, für die Ermittler bis heute die Tat eines verwirrten Einzelgängers. Die Überlebenden fordern jetzt die Wiederaufnahme der Ermittlungen.